Hallo Freunde und herzlich willkommen hier bei eurem Krangus und einem weiteren neuen Destiny Video. Und heute soll es tatsächlich in dieser Ausgabe der Short News um die wahrscheinliche Rückkehr der Trials gehen. Denn ganz offiziell ist das Ganze nicht, aber es stammt aus einer Quelle, die so gut wie, ich sag mal, ich hab's jetzt nicht ausgerechnet, aber zu 90% uns eigentlich sagt, ja, die Trials kommen zurück und die Trials werden sicherlich ziemlich bald zurückkommen und viele haben es vielleicht schon mitbekommen. Ich möchte die News hier ganz einfach auch nochmal zusammenfassen, vielleicht ein bisschen einordnen und hat man nicht gesehen. Also, was gab es? Es gab Dataminer, beziehungsweise ich hab's bei Jinzo gesehen, der ist auf sehr interessante Codezeilen gestoßen. Wir wissen ja, gestern gab es das Update 2.7.1, was erstmal dafür gesorgt hat, dass wir alle, oder nicht alle, aber viele von uns ihre Währung verloren haben oder Aszendenten-Charts, ne? Also, danke Bungie. Nein, aber um dieses Problem hat man sich ja tatsächlich sehr schnell gekümmert. Da tatsächlich ein Danke an Bungie. Und mit diesem Update kam eine Codezeile ins Spiel, wie das ja üblich ist. Und dort hat Jinzo zum Beispiel einige interessante Textstellen gefunden, die wohl auf die Rückkehr der Trials hinweisen. Und eine davon ist sogar mit der aktuellen Season verbunden und das andere wiederum mit der nächsten Season. Die Rückkehr der Trials hängt wohl unmittelbar mit der neuen Saison, mit der aktuellen Saison zusammen, beziehungsweise mit dem Inhalt des empyreanischen Fundaments. Denn das ist eine Aktivität, die liegt aktuell noch so ein bisschen, ne, im Dunkeln. Was werden wir da machen und wie es in diesen Codezeilen aussieht, werden wir in dieser Aktivität auf jeden Fall dafür sorgen, dass der Leuchtturm wieder aufgebaut wird. Das ist ja ein sehr bekannter Ort aus Destiny 1. Und dieser Wiederaufbau des Leuchtturms im Rahmen des empyreanischen, oh, das ist ein furchtbares Wort, Fundaments, ebnet uns den Weg zurück zu den Prüfungen und der Saison der Würdigen, beziehungsweise The Season of the Worthy, wie es hier in den Codezeilen heißt. Hier bitte aufpassen, Season of the Worthy heißt es einfach in den Zeilen. Und ob das nun tatsächlich dann Saison der Würdigen im Deutschen übersetzt heißt, das wissen wir nicht. Vielleicht denkt sich Bungie da auch ein klein bisschen was anderes aus, aber in diese Richtung soll es auf jeden Fall gehen. Das deutet vom Namen her natürlich stark darauf hin, dass die Prüfungen zurückkehren. Und wenn die Prüfungen zurückkehren, dann wird das wohl eine Saison, die ziemlich großen Fokus auf PvP hat. So wie es zumindest jetzt aussieht. Und wem das gefällt, wem das nicht gefällt, ja, das könnt ihr unten mal in die Kommentare schreiben, ganz einfach. Wir wissen es aber tatsächlich nicht offiziell, ob das dann so ist oder ob dieser Wiederaufbau und der Rückkehr der Trials, der Prüfungen, nur ein Teil dieser Saison der Würdigen sein wird. Und das hat natürlich für verschiedene Reaktionen gesorgt, die ich hier nochmal besprechen möchte in diesen Short News. Denn na klar, einige der Spieler sagen, jawohl, endlich, darauf haben wir gewartet. Es gibt einen großen Teil der Spieler, die sich das ja sehnlichst erwünscht haben. Doch es gibt ja auch ein paar kleine Problemchen, die das Ganze noch mit sich bringt. Denn aktuell hat Destiny echt mit DDoS-Hackern und Cheatern zu kämpfen. Also mit DDoSern, mit Hackern, mit Cheatern. Also nicht DDoS-Hacker, ist Quatsch. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Außerdem, klar, es gibt immer wieder Probleme mit der Meta. Außerdem ist das Matchmaking auch nicht immer ganz perfekt. Es gibt Verbindungsprobleme, gut, die wird man wahrscheinlich immer haben. Aber wie gesagt, ganz gebalanced ist das PvP tatsächlich nicht. Und man wollte ja erst die Trials überarbeiten, um sie dann zurückzubringen. Und da haben einige jetzt die Angst, ja, PvP läuft noch nicht so gut. Und das dann in Trials da noch reinzupacken,
sehen wir nicht, dass das irgendwie gut funktioniert. Deswegen bleibt bei einigen dann tatsächlich so der richtig, richtig große Jubel aus. Und ja, so sieht's aus, liebe Freunde. Die Codes seien übrigens an sich, um das einfach nochmal vorzulesen, warum ihr sagt, ja, naja, Season of the Worthy und so und Aufbau des Lichthauses, das heißt ja nicht, dass die Dryads zurückkommen. Die Codezeile, die offensichtlich so eine Art Pop-Up-Text ist, die heißt ungefähr im Deutschen, nach dem Wiederaufbau des Leuchtturms, beziehungsweise nachdem der Wiederaufbau abgeschlossen ist, werden die Prüfungen des Osiris und mehr in der Saison der Würdigen zurückkehren. So, das ist also der Text für die nächste Season. Was haltet ihr davon? Freut ihr euch auf die Prüfungen der Neuen, auf die mögliche Rückkehr? Wie müssten die Prüfungen jetzt aussehen? Sagt ihr, mit dem PvP passt das schon und das müsste jetzt aber auf jeden Fall drin sein, damit es mir gefällt? Oder sagt, lehnt ihr euch einfach zurück und sagt, jawohl, ich lasse es mal auf mich zukommen? Liebe Freunde, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Das war's schon wieder mit dieser Short News für all diejenigen, die auf den aktuellsten Stand bleiben wollen. Die können gerne auf Abonnieren klicken, den Daumen nach oben und die Glocke aktivieren, um in Zukunft nichts zu verpassen. Und bis dahin wünsche ich euch guten Loot im Licht des Reisenden.